Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Wir stehen hier noch in Lidl und wir gucken mal, wohin die Reise von hier aus geht. Wenn man vom Preis-Leistungs-Verhältnis her geht, dann geht es halt nur noch in Luxemburg. Interessant, ich habe eher gedacht, dass es eher so gut wie Helsbeck-Sü und so weiter für da viele Sachen haben, aber scheinbar nicht. Da würde ich sagen, fahren wir dann doch lieber nach Bordeaux als nach Luxemburg. Aber wir dafür eigentlich mehr bekommen pro Kilometer. Aber wir bekommen nach Bordeaux deutlich mehr Kohle. 986 Kilometer, 12 Stunden Fahrzeit. Getränke 28 Tonnen für 37.800. Denn ich werde da Geld ausgeben müssen. Ich glaube, ich mache es einfach jetzt schon mal. Und repariere den Truck zumindest schon mal. Wenn ich denn darf. Ja, alles reparieren für. Okay, gut, 12.000. Nicht so viel wie ich dachte, aber wir tauschen ja auch nicht alles. Das wird halt deutlich mehr kosten. Und vollständige Wiederherstellung immer noch bei 385.000. Die haben wir zwar auch, aber. Ich will 100.000 nochmal lieber sicher auf der Tasche haben. Die wir sogar fast nach diesem Auftrag haben werden. Aber nee, ich bleibe bei 100.000. Erst wenn wir die erreichen, werde ich dann den Truck restaurieren. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Aber natürlich doch. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Und da sind wir schon bei Euro Goodies. Biege nach rechts ab. Wir sind heile angekommen. Ich sage, das Zielwasser, das fehlt in letzter Zeit. Warum auch immer. Bringen wir mal zu weit links. Da gucken wir mal, wohin die Reise geht. Also wie die, ja gut, vorhin wissen wir ja. Wir fahren die A23 runter. Dann wechseln wir auf die A2, die zur A26 wird. Die fahren wir dann runter bis Reim. Bei Reim geht es dann auf die A4 Richtung Paris. Bei Paris geht es dann runter auf die N104 gen Süden. Dann wechseln wir auf die A6, auf die A10. Fahren dann weiter auf der A10 gen Süden. An Saint-Laurent vorbei, an Chivaux vorbei, an La Rochelle vorbei. Und ja. Bei Bordeaux geht es dann weiter auf der A630 und dann sind wir auch schon bei ICA in Bordeaux. Wenn ich jetzt gerade 12.000 ausgegeben hatte, 427.000 hatte, dann dürften wir nach dem Auftrag bei. So knapp unter 460.000 sein. Biege nach links ab. Sprich dann wahrscheinlich nur noch eine Fahrt. Und dann wird der Actros hier restauriert. Und dann kann man eigentlich auch schon wieder überlegen, in einen anderen Truck zu steigen oder ich. Fahre die Trucks auf irgendwie 100.000 oder so.
Oder ich setze mich an den Truck, der am wenigsten, damit nämlich am wenigsten Kilometer gefahren bin und fahre den erstmal zu 25.000 Kilometer, die ich selber gefahren bin, hoch. Wäre auch eine Möglichkeit. Das wir dann irgendwie gen Westbalkan und zweite Ausfahrt nehmen. Skandinavien kommen und 180.000 mindestens haben. Also eigentlich eher 280.000. Aber, ach, warum blinke ich denn überhaupt? Aber erstmal den Schlag ich restaurieren. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Oh, okay. Dann fahren wir jetzt anders. Dann fahren wir nicht schön die A23, sondern fahren wir erstmal nach Brüssel. Super. Wenn man mehr aus Navi guckt und es aussah, als ob man richtig fährt. Und wenn ich aus Navi hört. Irgendwie drehen oder wenden oder whatever kommen wir hier nicht. Ich meine, wir fahren einfach komplett nach Brüssel durch. Alles klar. Kleine Detour. Wir von 90 fahren in Frankreich. Naja. Sehr schön. So, erstmal die 87 km nach Brüssel, dann fahren wir wahrscheinlich sogar dann, ja gut, wir fahren da. Ich check eigentlich nochmal weiter. Das ist halt einen deutlich längeren Weg als eigentlich ursprünglich. Da kann man auch, kann die adaptive Geschwindigkeitsregulierung auch ruhig mal bremsen. Finde ich jetzt zumindest mal. So, dann dürfte es aber schon mal sein. Jetzt greifst du ja schließlich auch. Da ich ja schon hier den Test gemacht hatte mit Transportwerk, mit der doch mit Transportführer, wo ja die typischen Transportführer-Grafikfehler da gewesen sind. Ich nicht mehr weiß, also ich habe noch nie nachgeschaut, aber ich mal genau weiß, wie das jetzt behoben wurde. Weil ich kann mich daran erinnern, dass es nicht ein neuer Fehler ist. Aber da gucke ich gleich nochmal, schalte gleich nochmal Railway Empire und guck mal, ob es da funktioniert. Wäre es eine Alternative für ist auch gerade echt schon, ja gut, der überholt uns noch. oder auch nicht. Junge, Junge, Junge. Ja, es gibt doch mal Gas da vorne. Also, der links von uns, der Kollege. Den Wohlfang solltest du noch hinbekommen.
schon so lange nichts von vorne gekommen. Ich bin mal gespannt, wie lange ist es da? Okay, gut. Schade, dass jetzt was von vorne kommt. Ich wäre sehr interessiert gewesen, wie die KI reagiert. Also abseits von dem jetzt. Vielleicht doch nicht. Wir bleiben hinter dem. Weiterhin hinterher. Railroad Corporation, kann ich auch mal gucken. Wie es da aussieht. Ich habe auch so viel Sprit wegen dem Kollegen da vorne. Wegen des Kollegen da vorne. Probieren wir es mal. Und scheren schon früh aus. Das lohnt sich jetzt auch noch nicht mehr. Können wir weiter mit 15 her tuckern. Und dann geht's gleich wieder endlich auf die Autobahn, dann kommen wir vielleicht wieder ein bisschen schneller voran. Das weiß ich überhaupt mal voran. Wir fahren da noch nicht mal in die richtige Richtung. Wir fahren ja gerade eher Richtung Deutschland als Richtung Bordeaux. Demnächst rechts abbiegen. Ja, dann bremse ich halt selber. So, ab zurück nach Lille. Natürlich kommen wir jetzt irgendwie nicht hier auf die Bahn rauf, ne? Also es ist gerade alles super. So, erstmal zum Stehen kommen. So. Ich glaube, ich kann zweimal tanken auf der Fahrt. Heute hole ich auch noch meine Rammriegel dann ab. Vom Kumpel. Dann kümmere ich mich da drum. Dass ich schaue, was da für Fehlercodes sind und dann. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie länger teste als jetzt irgendwie. Ob ich da jetzt eine Woche teste oder weniger. Muss ich nochmal schauen. Ja, ich fahre dich nicht raus. Ich überhole den. Ich fahre jetzt am besten bis nach Spanien, damit ich mich noch überholt, wenn ich tanken muss.
halten. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. So, ich möchte gerne links. Okay, der wird ein bisschen überlassen, aber... Es wird auch ein bisschen eng da hinten, ne? Entgegen. Was ich auch interessant fand, dass ja, weil der Mond sich ja jährlich, glaube ich, 2,36 Zentimeter von der Erde entfernt, haben jetzt Wissenschaftler herausgefunden, berechnet, dass ich glaube, das war in 250 Millionen Jahren, dass dann der Tag auf der Erde 25 Stunden lang ist. Ich meine, es waren 200 Jahre, es müssten 250 Millionen Jahre gewesen sein, also... Dauert noch ein bisschen. Wahrscheinlich gibt es dann schon... Gibt es uns Menschen schon gar nicht mehr oder uns gibt es wieder? Who knows? Auf jeden Fall haben die Lebewesen dann mehr vom Tag als jetzt. So, und wir zurück in neuen Gebieten. Also neuen Anführungszeichen, also überarbeiteten Gebieten. Wobei Fanger ist ja auch neu. Kam auch mit dem DLC raus. Bearbeitetes Gebiet wäre jetzt beispielsweise Deutschland. So, weiter Richtung Paris. Bisschen wieder Reim und Paris. Muss ich dann, wenn ich die Fleckos habe, muss ich eigentlich nur noch einen Tag finden, wo es gutes Wetter ist, dass ich dann den oh, es geht ja sowas weiter runter. Da war ja was, Frankreich, Maut. Dass ich dann den 12,6 Kilo Klotz. Klotz da hinbuxiere, damit ich zumindest nicht beim ersten Unfall hier das ist ja nicht mehr passiert, weil aufgrund von den Scheißlecks dazu spät alles ankommt. Alter, da wollte ich mal lieber einen Tag aussuchen, wo es dann gutes Wetter ist. Solange ich die Fehlercodes weiß und weiß, dass es... Also wahrscheinlich hält es ja auch nur irgendwie zwei Tage oder so. Solange ich dann erkenne, okay, es kommen jetzt nur... zum aktuellen Zeitpunkt nur... ein Fehlercode auf oder nur eine bestimmte Anzahl von Fehlercodes.
ist schon mal hilfreich. Wie gesagt, also ich glaube, so von den Gangs eine Fehlerquote war ursprünglich, glaube ich, 6 oder so sind ausgelöst worden. Also ich weiß nicht, ob es 6 waren, aber hatte ich ja keine Möglichkeit, das wirklich mehr aufzuschreiben, weil das war ja so Blue Screen, Black Screen, Neustart. Also da muss man das Ganze ja schon aufnehmen, damit man irgendwie was mitbekommt, indem man dann irgendwie das dann schauen kann vom Video. Ich meine, Zeit nutzen können, als ich kurz den Spinner geschaltet habe. Was auch eigentlich keinen wirklichen Unterschied macht, wenn wir ehrlich sind. Ich will noch mal was trinken holen können, aber ja. Es wäre halt auch nur smart gewesen, ne? Mal sie gut, ich ist ja erst nur zum Testen mit Railway Empire, aber ich hoffe mal, dass ich nicht sag schnell, dass ich nicht die ganzen waren auch nur 2 Kampagnen, ne, wie von der Europa-Kampagne in Transport Fever. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Warum muss denn das alles? Das macht doch mal wieder so gar keinen Sinn. Aber ne, das scheinen nur 2 Gewinne zu sein. Ich hoffe mal trotzdem nicht, dass ich beide nochmal machen muss, weil dann bin ich auch schon wieder. Also quasi, dass ich mit dem dritten fortsetzen kann, dass ich dann nicht alle anderen vorher nochmal machen muss. Also wirklich schnell und zeitig runter geht der Retailer hier echt nicht, ne? War jetzt vielleicht auch gerade wieder ein bisschen too much. Runtergebremst, aber lieber zu viel als zu wenig. Hat sich auf jeden Fall jetzt wieder gelohnt, den Truck vorher zu reparieren. Nicht. Das war nur bei 414.000. Also kommen wir bei 450.000 raus. Boah, waren das 60 oder 40 in Frankreich? Ich glaube hier 60. Sogar unlimited, never mind. Ne, Italien war 40, ne, die Abfahrten. Der Maul kommt dann in Tanke, wenn ich es richtig gesehen habe.
Okay, ist die Frage, hat er Retarder nicht vorher auch besser gegriffen? Muss dann ja auch alles irgendwie mit Restauration und so weiter dann wahrscheinlich behebbar sein. Wenn dem so ist, aber so vom Feeling her auf jeden Fall. So, ich würde da Platz machen und so, ne? Aber geht schlecht. So, jetzt mal ohne hier. Mach das mal. Wieder in dessen tanke ich. Für 1,88 €. Ja, es ist ja auch wieder knapp. Naja, ich bin mal ein bisschen klein Meter weitergefahren. Wir haben jetzt 531,56 Liter getankt von 999 Euro. Voll getankt. Geht's denn jetzt wieder weiter? Kilometer noch. 9, ja gut, 10 Stunden Fahrzeit. Einmal nochmal pennen. Wer ist dieser Profit? Nie von ihm gehört. Mal wieder eine Fahrt zum Vergessen. Zum Glück fahren wir nur Getränke. Bitte links halten. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, ich muss selber reinbremsen. Ich brauche gar nicht schnell mit meinem runtergehen. Hätte ich sowieso gar nicht hier machen wollen, wegen der Cruise Control, aber. Greift ja eh nicht. Bitte links halten. Der Retarder.
Dann fahren wir halt noch mal länger mit dem Actros hier rum, bis wir den restaurieren können. Vielleicht haben wir Glück und bekommen einen super Auftrag von Bordeaux aus. Also so nach aktuellem Stand, da könnte ich halt den Rechner so, weiß ich nicht, ich glaube nächste Woche Mittwoch bis Freitag sieht glaube ich gut aus. Also Samstag prinzipiell auch, aber wenn, dann würde ich ja schon eher an den Tagen das wegbringen. Immerhin ist die Landschaft schön. Bitte rechts halten. Fällt mir ein. Oh gut, mach ich das heute oder mach ich jetzt morgen? Das ist eine andere Frage. Vielleicht mal so schon heute. Weil ich eigentlich noch ein bisschen andere Sachen downloaden muss. Aber dass ich mir Trains in World 4 runterziehe. Ich werde zwar nicht wahrscheinlich nicht zocken können hier mit dem Klappergerüst hier, aber ich wollte mich dann zumindest so ein bisschen in den Creator-Bereich so gesehen reinfuchsen. Weil ich schon nicht vernünftig zocken kann. Bitte links halten. Gib mir mal Mühe, ne? Ja. Das geht. Okay, das ist auch noch mal gegangen hier mit der adaptiven Geschwindigkeitsregulierung. Hab ich nur Beine aus den Naschen gekippt, nicht komplett. Bordeaux mittlerweile auch ausgeschildert. Kann es ja nur noch 500 Kilometer entfernt sein. Okay, 600 sogar. Kilometer haben wir. Das sind bei 200. Ja, dann muss ich halt jetzt zahlen.
besser aus dem Quark. Das ist schon mal was Positives. Genau, nicht nach Nantes, nicht nach Le Mans, sondern Richtung Bordeaux-Toulouse. Bitte rechts halten. Schon lange dabei. Das auch noch. Eine Stunde fast haben wir noch 7 Stunden 3, okay. Das können wir eigentlich nochmal so 100 Kilometer runterdrücken. Jetzt gerade mal auf der A10. Das heißt, wir haben jetzt den Abschnitt erreicht, wo wir eigentlich nur geradeaus fahren. Wir müssen beim nächsten Spot raus, also wir fahren nicht nochmal 100 Kilometer. Nächste Gelegenheit geht es dann wieder von der Bahn runter. Zum Pennen. Falls denn was kommt. Okay, wir werden hin, kommt eine Tanke. Wir müssen zwar nicht tanken, aber können wir schlafen. Ich muss mir gleich zumindest, was ich jetzt gerade im Kopf hatte, fürs Einkommen von morgen, muss ich mal notieren. Also für heute. Für euer heute, für meinen Morgen. Bevor das nur im Kopf ist und nicht notiert ist. Ja, je nach die nächste Möglichkeit, wo man jetzt von der Bahn runterkommt, das ist ja die erste Trashhalle. Da sind wir also gleich dementsprechend da, wo wir sein wollen. 437 Kilometer bis Bordeaux. Fast vorbeigefahren. Okay, lass uns eine neue Route finden. Immer geradeaus. Fast vorbeigefahren. Gibt's so hier die Möglichkeit vorbeizufahren? Das war jetzt nicht so ganz relevant, weil niemand steht, aber.
Und es fängt natürlich auch noch an zu regnen. Sehr schön. Neue Route finden. Hauen wir uns mal aufs Ohr. Schlafen noch gegen ASMR ein. Dann wollen wir mal weiter. So halb zumindest. 450 Kilometer haben wir noch. Bis Bordeaux. Geht es ja auch wieder in die Nacht, das heißt, wir werden wahrscheinlich dann nachts ausliefern auch. Ja, 3 Uhr nachts werden wir ausliefern. So, jetzt bei St. Michel? St. Laurent war es so. Weiß noch wieder 20% plus Schaden. Ordentliche Bevölkerung haben wir hier. Ordentlich, ne? Ist leicht bewölkt, was leicht schon stärker bewölkt, aber nicht stark bewölkt. Man sieht noch teilweise den Himmel. Muss ich mir auch vielleicht meine Einkaufswelle machen für morgen. Bevor ich jetzt hier vergesse. Weil ich es für ewig vergessen. Ich muss eh zweimal einkaufen gehen. Wobei. Prinzipiell auch nicht. Je nachdem. Hier schwingen wir alles mit. Schon nice aus hier. Das Ganze auch noch in der Dämmerung. Ich war jetzt zumindest nicht auf diesem Profil gewesen und da war das Internet weg.
Alter, ich sehe sogar, wie ich den Rechner wahrscheinlich neu starten muss. Ist ja schon mal etwas. Oh ja, ich werde wahrscheinlich mal ein bisschen was downloaden müssen. Also einmal müssen und auch wollen müssen. Boah, ist jetzt aber los hier. Schon wieder abgebrochen oder immer noch? Fragt man sich jetzt natürlich, ne? Schön hier am. Was bremst ein Mann? Ah ja. Ah ja. Oh. Die Frage ist, für wie lange? Warte, muss die rechts ein. Ja, wieder super hier. Hoffen wir nicht, passiert das jetzt nicht wieder häufiger gerade, ne? Wäre jetzt so in letzter Zeit nicht das erste Mal, dass es die Internetprobleme gibt. Also allgemein, nicht nur jetzt hier, sondern auch halt allgemein. Die ich mitbekommen habe. Und hier war es eigentlich eher ein Problem vom Router, glaube ich. Weil Router quasi neu geschaltet, quasi der tägliche Router-Neustart gewesen ist. Den man nicht deaktivieren kann. Und ja, das Internet danach quasi so kurz da war, bevor es komplett weg war, dass Windows aufgrund des Neustarts gedacht hat, ja okay, das Internet ist wieder da, aber das Internet war nicht da. Guter Neustart hat es dann gefixt. Am nächsten Tag. Weil ich dann keinen Bock mehr hatte, nach unten zu gehen. Und ich die Befürchtung hatte, dass ich, weil ich jetzt da unten gehe, dass ich dann wahrscheinlich in eineinhalb Stunden da rumbastel. Dann nehme ich immer wieder dasselbe machen. Ja. Internetland Deutschland, ne? Was soll man dazu noch sagen?
stabiles Anlass. Zum Glück war es hier nicht irgendwie ein Störsender oder whatever. Hallo, Bremsen! Sagen weiter nach Bordeaux. Schon bei Limoges. Schön auch mit dem Mond hinter den Wolken. Das ist sehr cool. Von den Flüssigkeitstransportern ist abgefahren. Das sind nur noch wir beide da, der von Norfolk und beide von Norfolk und wir. Literweise Getränke umherkutschieren. Mal wieder eine Maut, die uns entgegenkommt. Ja, tanken muss ich noch weiter auf der nächsten Fahrt wieder. Immer nur noch 111 Kilometer. Schon mal auf 80. Auf 70. Auf 60. Und runter auf 30. Machen wir es diesmal halt so. Und fahren ein bisschen früher. Nehmen wir früher Leistung raus.
wechseln wir schon auf die A630 Richtung Bordeaux Zentrum. Okay, was heißt wechseln? Wir bleiben, wir fahren beide geradeaus und fahren auf der A630 weiter. Und dann gehst du jetzt ins Zentrum von Bordeaux. Okay. Ich hoffe, wir müssen auch noch mal. Ja, ja, machen wir. Schön hier am Schloss vorbei. Der Burg vorbei. Links halt wahrscheinlich. Bitte links halten. Natürlich. Schon längst dabei. Links erst raus zum Zentrum. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. So, runter 50 etwa. Einmal um Pudding. Bitte links halten. Fahren wir schon mal 50 rein. So, gut, ich gehe nur noch kurz ein bisschen Gas, aber bleiben wir bei 50. Wir wollen ja nicht geblitzt werden. Bitte rechts halten. Oder sonstiges. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Machen wir doch. Nimm diese Ausfahrt. Okay, wir eine Baustelle zum Anliefern und Abliefern. Wie es mir scheint.
Auf zum nächsten Kreisverkehr. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Okay. Biege nach rechts ab. Spannend, dass er da Warnblinker an hatte. Und einfach nicht erkennen konnte, wohin will. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. So, Rechts-Links-Kombination. Biege nach links ab. Endlich, wir sind da. Enge Kiste. Stückchen vor, können wir noch. So weit wollte ich ihn auch nicht. Sehr schön, dann laden wir mal die Getränke ab. Nur 403.900 Euro. Gab auch nochmal hier 9.000 Euro, die wir zahlen mussten für Dings. Für die Kreditraten. Zufriedenstellend. Getränke von Lille nach Bordeaux geliefert. Gefahrenstrecke 1114 Kilometer. Dauer 1 Stunde 19. Verbrauchskraftstoff 621,9 Liter. 223. erledigte ETS-2 World of Trucks Auftrag, 33.000 Euro gab es nur noch dafür und 1.495 Erfahrungspunkte. Auf zum nächsten Schlafplatz in Bordeaux, der nochmal ein Stückchen weg ist. Dann flitzen wir mal die 16 Kilometer eben dorthin. Im wahrsten Sinne des Wortes. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Links abbiegen und dann links abbiegen. Links abbiegen und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ja, bis zum Kreisverkehr. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, der Baustelle vorbei.
Schon direkt wieder am Blinken. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ab hier schauen wir nur tanken. Angesagt. Dann geht es wieder aus Bordeaux raus, dann geht es nochmal nach Bordeaux Nord. Bitte links halten. Bitte rechts halten. Auch ein cooler Trailer. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wir sind fertig. Na, von der rechten Seite rein. Muss auch immer vorab. Ja, hier vorne. Muss das dann sein? Andersrum eigentlich, aber okay. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier vom Truck Simulator 2 oder vom American Truck Simulator. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.